Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Diese Monatshoroskopen biete ich als Blitzberatung an für 10 Euro. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, in diesem Bild ändert sich nichts. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich, aktivieren die Horoskop und das schauen wir an, was wird bei dir aktiviert. 1. Mai 2019, erstmal schauen wir an, die Tierkreise zeichnen wieder, was passiert hier. In dein Geburtshoroskop ist wieder im zweiten Lebensbereich, hier handelt es sich um Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, etwas in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist und natürlich auch Finanzen. Hier befindet sich Sonne und Uranus. Uranus bleibt länger in diesem Lebensbereich und aktiviert diese Themen, kommen Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Sonne zeigt hier die Licht und beleuchtet als Monatsthema und das ist jetzt gerade für dich wichtig, zu deinen Werten zum Stehen, dein Selbstwertgefühl und um die Finanzen kümmern oder etwas in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist. Die Tierkreise zeichnen Stier hast du im dritten Lebensbereich und hier handelt es sich um Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Schulungen, Informationen, Austausch und Medien, aber handelt sich auch um kleinere Veränderungen, kleine Reise oder vieles entdecken in deiner vertrauten Umgebung. Hier hast du Mars, hier bewegt sich zurzeit Mars und in dein Geburtshoroskop ist hier die absteigende Mondknoten und damit hast du hier auch karmischen Themen, was dich erinnert in die Vergangenheit. Mars bewegt sich hier und das kann bedeuten, du musst dich gerade durchsetzen oder in diesem Bereich hast du Kontakt, Begegnung mit einer männlichen Person. Jupiter ist rückläufig, diese Rückläufigkeit bedeutet, momentan ist gebremst alles oder hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Jupiter ist in Skorpion zurzeit. Aktiviert bei dir im Horoskop Themen wie Reisen oder Spiritualität oder dein Wissen erweitern. Hier hast du karmische Themen, hier hast du im Geburtshoroskop auch Mond und Saturn, also Jupiter erreicht das auch. Und Jupiter bringt dir Glück, Chancen, Möglichkeiten, dein Wissen erweitern. Auch in einen spirituellen Weg zu gehen oder Glück im Ausland, Auslandskontakten. Pluto konzentriert sich auf den Wesentlichen und Pluto bewegt sich zurzeit im Schütze und das heißt, du brauchst klare Ziele, Orientierung, einen Wunsch zu haben, was du als Ziel setzt und da konzentrieren oder deine Berufung leben und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, diese Konzentration und auch diese Überzeugungskraft, dass du diese Wünsche auch erreichst. Pluto ist rückläufig, das bremst vielleicht noch etwas, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, beruflich Neues starten, aber überlegen, Neuorientierung, ja,
Pluto zeigt, hier musst du noch in Vergangenheit etwas loslassen oder etwas kündigen. Saturn bewegt sich auch hier im Schütze und Saturn belehrt dich von dein Schicksal und zeigt die Thematik, dass du Ziele brauchst und dass du in Form bringst, dass du das nicht aufgibst, dass du daran glaubst und dass du deine Berufung leben sollst und Anerkennung, Respekt verlangen von anderen. Außerdem, dieser Lebensbereich steht auch für Öffentlichkeit oder etwas veröffentlichen. Ketu bewegt sich auch im Schütze. Ketu aktiviert karmische Themen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat. Rahu ist die Drachenkopf, hat auch mit Karma was zu tun. Das ist die Neuorientierung, was die Seele gerade braucht als Lebenserfahrung. Rahu bewegt sich hier in den Zwillingen. Ganzes Jahr und auch noch nächstes Jahr auch. Ketu bewegt sich hier ganzes Jahr und nächstes Jahr auch. Und hier die Rahu-Energie aktiviert deine Wohnsituation. Wassermann befindet sich Neptun. In deinem Geburtshoroskop ist hier Mars. Und das heißt, wenn du dich kraftlos fühlst, brauchst du immer einen gewissen Rückzug. Hast du aber hier karmischen Themen mit einer männlichen Person. Und unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag auch hier in Wassermann. Und hier manifestiert sich etwas, wenn du das akzeptierst, dieser Rückzug, oder wenn du das verinnerlichen kannst, wenn du darüber meditierst und innerlich überzeugt bist davon, dass was wird und wird sich hier manifestieren. Hier bewegt sich zurzeit Neptun und zeigt dir, dass du deine Träume verwirklichen kannst, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Und Venus, Merkur und Mond, die bewegen sich in Fischen und das zeigt jetzt dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit, die Venus-Energie, deine Weiblichkeit wird wahrgenommen oder du verschönerst etwas, neue Haarschnitt oder anderen Kleider. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kommunikation und Kontakte. Und das hast du, das nimmt zurzeit zu. Und Mondenergie hier im ersten Lebensbereich, dass du deine eigenen Gefühle intensiver wahrnimmst. 2. Mai steht Mond und Venus in Konjunktion hier in Fischen. Das heißt, sie treffen sie sich und sie wirken zusammen. Und das ist Thema Liebe und deinen Gefühlen. Das spürst du ganz intensiv. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sie sich und wirken zusammen. Das handelt sich um Gespräche über Gefühle oder gefühlsvollen Gesprächen. 4. Mai ist Neumond um 23.46 Uhr hier im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder und Sonne, Mond treffen sie sich hier. Das ist auch eine Art Konjunktion. Die treffen sich. Das ist Neumond. Das ist Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation im Bereich Werte, Wertschätzung und Finanzen. Und in diesem Tag, auch noch den nächsten Tag auch, halte dein Geld zurück. 5. Mai übergeht Merkur im Widder und aktiviert bei dir hier Thema Finanzen. Das kann auch hier ein Vertrag sein, was mit Geld zu tun hat oder dass du Geld ausgibst für Bildung oder Bücher. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Neumond ist vorbei, beginnt die zunehmende Mondphase und das ist auch spürbar und das nimmt
die Kontakte zu, die Gespräche zu, oder kommt Aktivität wie eine kleine Reise, oder du gehst raus, entdeckst vieles Neues in deine vertraute Umgebung und kommen immer mehr Informationen auf dich zu. Siebte Mal übergeht Mars in Zwillinge. Das heißt, Mars verlässt die dritte Lebensbereich und übergeht hier in Zwillinge. Da kommt etwas in Bewegung, aktiviert etwas in deine Wohnsituation. Kann auch bedeuten, dass du hier Kraft zeigst und setzt du selbst etwas in Bewegung. Möglich ist auch Kontakt mit einer männlichen Person und das hat wirklich mit deiner Wohnsituation was zu tun. 8. Mai steht Mond und Mars in einer Konjunktion, das heißt, Mond übergeht in Zwillinge und die beiden treffen sie sich hier und das ist möglich, dass dieser Mann im Rückzug ist und zu Hause ist, aber du spürst seinen Gefühlen und bei ihm kommen auch die Sehnsüchte. Mond aktiviert die Gefühle oder dass dieser Mann dich besucht und das ist sehr gefühlsvoll. Bei Mondeinfluss kann auch Veränderung kommen, dass hier ändert sich etwas in deiner Wohnsituation, kommt ein Wechsel. In diesem 8. Mai steht Merkur und Uranus in Konjunktion, das heißt Merkur, Uranus treffen sie sich und wirken zusammen. Das handelt sich um unerwartete Ereignisse, um einen Vertrag oder Gespräche und handelt sich um Werte und Finanzen. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Mond fühlt sich im Krebs sehr wohl und aktiviert Thema Kreativität, Kindheit, Kontakt zum Kinder und das ist sehr gefühlsvoll. Und wie schon sagte, Mond fühlt sich hier sehr, sehr wohl. Mond herrscht über Krebs und das bedeutet auch Lebensfreude. 11. Mai übergeht Venus im Widder und aktiviert Thema Werten, Finanzen. Und das heißt, entweder hast du Verbindung mit einer Frau und das hat mit Finanzen etwas zu tun, das kann auch einen Vertrag bedeuten, oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, das passiert hier, was Thema Kinder, inneren Kind, Erinnerungen oder Kreativität bedeutet. Ein Halbmond ist immer Spannung und diese Spannung ist hier spürbar. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Stabilität, dieses Sicherheitsgefühl. Dieser Halbmond ist um 2.12 Uhr. 13. Mai übergeht Mond im Löwen, hat die zunehmende Mondphase, nimmt etwas zu und die Möglichkeiten, Chancen hast du hier im Bereich Arbeit oder die Kraft, deinen Alltag zu bewältigen. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau und aktiviert die Thema Partnerschaft, das ist gefühlsvoll, kommt die Jungfrau-Energie dazu, etwas bereinigen, etwas in Ordnung bringen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, beginnt ein neues Monatsthema und das ist die Kontakte mit Verwandten oder Bildung, Schulungen. Dann kommt noch die Stierenergie dazu, die Ruhe bewahren, das mit Gelassenheit betrachten, dass man einfach genießen auch die vertraute Umgebung oder eine kleine Reise. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Natürlich, die Waage wirkt auch, das heißt, im inneren Gleichgewicht bleiben.
und erleben die schönen Dinge oder aktivieren Themen wie Partnerschaft. Bei dir wirkt hier im achten Lebensbereich, damit du im inneren Gleichgewicht bleiben kannst, vielleicht von Gefühlen loslassen wie Angst oder Zweifel. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Das passiert hier. Vollmond beleuchtet etwas. Und Thema ist, wovon sollst du verabschieden, was bedrückt dich? Dieser Vollmond ist exakt um 22 Uhr und 11 Minuten. Venus und Uranus steht in diesem Tag in der sogenannten Konjunktion im Widder. Das heißt, die beiden treffen sie sich, Uranus und Venus. Und das heißt, aktiviert Thema Liebe, kommen Umbrüche und Veränderungen. Bei dir in dein Geburtshoroskop kommt noch die zweite Lebensbereich dazu, entweder das in Besitz zu nehmen, diese Wertschätzung auch für diese Liebe gegenüber, oder hat mit Finanzen auch was zu tun, diese plötzliche Veränderung. Venus kann auch Gewinn bedeuten. Venus ist die kleine Glück. 19. Mai übergeht Merkur im Stier, verlässt den zweiten Lebensbereich, übergeht im Stier und aktiviert die Kontakte über Internet oder Bildung oder Schulungen oder Kontakte mit Verwandten, Nachbarn, Gespräche nehmen hier zu. Mond übergeht im Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. Hier bei Skorpion-Energie handelt sich um Wasserelement, handelt sich um Gefühlen. Was sollst du verabschieden? Achte auf deine Gefühlen. Verabschieden von bei dieser abnehmenden Mondphase wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Transformation, die Gefühle. 20. April steht Mond in Konjunktion zum Jupiter. Die wirken zusammen. Jupiter wirkt auf deinen Gefühlen, weil Mond aktiviert die Gefühle und bringt dir Glück. Vorausgesetzt ist, du hast Angst, Zweifel überwunden. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert hier den Bereich Zielsetzung und Berufung. Abnehmende Mondphase. Wovon sollst du noch verabschieden, damit du deine Berufung lebst, dass du deine Ziele erreichen kannst? 22. Mai steht Mond mit Saturn in Konjunktion, das heißt Mond und Saturn treffen sie sich und sie wirken zusammen, sie können gar nicht getrennt wirken. Die vereinen sie sich, das heißt Saturn gibt die Ernsthaftigkeit, die Gefühle ernst zu nehmen oder etwas in Form zu bringen. Das kann natürlich auch Liebe, Partnerschaft sein, wenn das dein Ziel ist. Und natürlich verlangen Respekt. Außerdem achten auf die Berufung. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Konjunktion. Und das heißt, Pluto zeigt auf dem Wesentlichen konzentrieren und von alles verabschieden, loslassen, was die Energie und Kraft raubt. Pluto, Saturn sind beide rückläufig, hat auch beide mit Vergangenheit was zu tun. Und weil die karmischen Knoten, Ketu, ist auch hier im Schütze und zeigt alten karmischen Themen, das lösen sie sich jetzt gerade auf. 24. Mai steht Merkur in Diamant, hier im Stier, und das bedeutet, es klärt sich was auf, kommen klärenden Gespräche, es beschleunigt etwas. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, aber vorerst, natürlich 24. Mai übergeht Mond im Steinbock, aktiviert Themen wie deine Hoffnungen und Wünsche.
hat mit deinen Gefühlen auch was zu tun und aktiviert Themen wie Freundschaften. Und dann kommt 26. Mai, Halbmond hier im Wassermann. Halbmond ist Spannung, Nervosität, das ist, brauchst du diesen Rückzug, die Ruhe bewahren. Und dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Minuten. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. 27. Mai steht Mond mit Neptun in einer Konjunktion, die wirken zusammen, aktiviert die Träume, kann auch bedeuten, dass du einen wichtigen Traum hast oder visualisiere das, was du erreichen möchtest. Und die Erde zeigt hier, das manifestiert sich auch. Und das ist ein gewisser Rückzug und Meditation. 29. Mai übergeht Mond in Fischen. Wirkt auf deine Persönlichkeit, da ändert sich vielleicht etwas. Möglich ist auch, dass du deine Gefühle intensiver wahrnimmst. Andere vielleicht sagen dazu, du bist gerade launisch. Das kann bei Mondenergie auch passieren. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder, aktiviert Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen. Liebe Arini Diva, so könnte ich Monat Mai astrologisch beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.